Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Star Citizen Lore Guide. Ich möchte auch in Zukunft, sobald ich halt ja, genug Zeit habe, mal so ab und zu auch mal was über die Geschichte von Star Citizen berichten, weil mich die Geschichte sehr interessiert und ich finde, wenn man ja, ein bisschen so die Lore liest, dann ja, beantwortet sie uns eigentlich viele Fragen, also die wir heute haben. Also wenn man so ein bisschen hinter den Zeilen liest, kann man, finde ich, gewisse ja, Nachrichten aufschnappen, sage ich mal. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihr werdet vielleicht am Ende sehen, was ich meine. Heute geht es um die, ja, um den Empire Report. Und zwar ist das so eine Art Nachrichtensendung. Und das Topic war halt Incredible Living Universe Skandal. Also es geht da um eine TV-Sendung anscheinend, so eine wissenschaftliche TV-Sendung, die seit 5 Jahren halt verschiedene Episoden ausgestrahlt hat und anscheinend kam heraus, dass irgendwie, was da so gezeigt wurde, halt ein bisschen fake war. Und Beck und Elaine sind quasi, glaube ich, die Personen, die halt für diese Nachrichtenagentur arbeiten. Und die haben halt eine, wie soll ich sagen, ja, einen Wissenschaftler eingeladen von dem ASCO-Unternehmen. Dr. Coy hieß er. Genau, hier ist er, Dr. Tran Coy. Und es geht im Prinzip vor allem um eine Episode, wo halt so neue Krebsarten gezeigt wurden, die im Kellogg-System sind. Wo das genau ist, zeige ich euch gleich. Diese Krebsart, die würde halt ganz tief unter Wasser irgendwie nach so Rohrwürmern suchen, die halt radioaktiv verseucht wären. Und eins dieser Würmer würde schon einen Menschen umbringen. So krass wäre das. Und diese Krebsarten, die essen das halt, ne, um genug Energie zu sammeln. Und ja, es kam aber raus, dass anscheinend diese Kreaturen gar nicht existieren. Dass halt alles fake ist und dann wurde gefragt, ja, wie kann das denn sein, dass nach 5 Jahren keiner immer noch wusste, dass es halt so, ja, dass alles gelogen ist, dass es halt fake ist und so weiter. Der Mann von der Gesellschaft, also der Dr. Coy, meinte, ja, um das Gegenteil zu beweisen, müsste man Millionen von Credits ausgeben, um dorthin zu kommen und um das halt zu untersuchen etc. Des Weiteren haben die ganzen Wissenschaftler auch gar nicht einen Zugang zu diesem Planeten, auch gar nicht die Mittel, halt auch die Möglichkeiten, um das vor Ort zu validieren, was da gesagt wurde. Deswegen war es halt eine sehr lange Zeit so, ja, wurde das als Wahrheit halt abgetan. Und die, also der Sendung, wie hieß sie nochmal? Incredible Living Universe. Die haben sich auch quasi auf eine wissenschaftliche Organisation berufen, die Banded Raven heißt, wo quasi viele Wissenschaftler halt beteiligt sind. Und anscheinend haben diese Wissenschaftler auch, oder die wollten halt an diese Vorstellung glauben und keiner hat wirklich alles vor Ort validieren können. Und da meinte die Elaine, glaube ich, schade, weil ich habe meiner Tochter so eine Art Elch-Plüschtier gekauft, die auch in der Serie vorkam. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob diese existieren, ne? Das gibt es ja auch sehr oft in unserer Zeit, ja, in unserer Welt. Dr. Coy, glaube ich, meinte, dass wir halt trotzdem wirklich auf die Suche gehen sollten und nach diesen mysteriösen Tieren halt im Weltall Ausschau halten sollten und nicht irgendwelche Fake-Sachen präsentieren sollten. Aber, soll ich euch mal was sagen, meiner Ansicht nach, es macht mich einfach neugierig, wenn ich das so lese, denn ich denke mir, was, wenn diese Krebsarten doch existieren? Weil keiner war ja vor Ort und konnte das Gegenteil validieren, ne? Ich zeige euch mal, wo das System ist. Also es ist, wenn ich es rauszoome, ist dann hier irgendwo, aha, hier ist Sol. Das ist quasi da, wo die Erde ist und der Mars und so weiter. Und Stanton sehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Das ist also sehr, sehr weit weg. Vielleicht hier irgendwo. Also es ist sehr weit weg auf jeden Fall von Stanton. Und dieses System an sich ist 33 AU groß. Also ja, fast sechsmal, so mehr wie sechsmal als Stanton. Sechsmal größer als Stanton. Stanton hat nämlich 5 AU. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie lange es dauert, von einem Planeten zum nächsten zu fliegen. Wenn ich jetzt hier reinklicke, sehen wir die ganzen Planeten. Kellogg 1, Kellogg 3 und ich habe ganz lange nach Kellogg 2 halt gesucht. Aber es ist nicht so als solches geschildert. Oder ausgeschildert, es ist dieser Planet. Weil wenn du jetzt hier drauf klickst, unter Informationen, da steht Six oder CIS ist halt Kellogg 2, is a biological diverse terrestrial world. It is home to the Orm.
A primitive hominid species. Also da leben schon irgendwelche primitiven Spezies und dieser Planet ist quasi unter dem, ist geschützt unter dem Fair Chance Act. Ja. Also nochmal, ich finde das halt interessant und es macht mich neugierig, weil was, wenn doch diese Krabben existieren, dann müssten wir da mal hingehen und gucken, ne? Also Thema Exploration, Star Citizen und irgendwie halt auch Geld verdienen, ne? Mit den gefundenen Sachen kann man ja auch später Geld verdienen durch das Exploration. Vielleicht auch das Wissen verkaufen oder die Karten verkaufen, was auch immer. Also es entstehen jetzt viele Fantasien in meinem Kopf, aber es könnte aber auch wahr sein. Was denkt ihr? Habe ich es zu weit hergeholt oder meint ihr, es könnte vielleicht doch etwas Wahres daran sein? Ich hoffe, dass dieser kurze Video euch gefallen hat und ja, dass ihr ein Like da lässt oder ein Subscribe. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.